Da bin ich wieder. Und zwar will ich euch mal ein paar Verbesserungen zeigen, die ich am Drucker angebaut habe und die also bei mir auch schon wirklich bei den Druckergebnissen Besserungen gezeigt haben. Ich mache das mit der Handykamera, weil dann kann ich besser zu den Teilen hingehen. Und fangen wir mal mit hinten an. Da habe ich so ein Stabilisierungsteil, so ein Frame Bracket ausgedruckt. Das wird da komplett zwischengesetzt, das weiße eben alles. Und das hat auch 9 Stunden Druckzeit gedauert. Also war ziemlich lang. Wenn ich das jetzt mal hier nach hinten schiebe, dann ist hier noch ein zweites Teil, was auch zur Stabilisierung dient. Wird dann in diese Stangen hier mit reingesteckt. Außerdem, wenn wir gerade hier vorne sind, habe ich hier Dispender, also dass man das ja, zu den Zahnriemen spannen kann. Das ist ziemlich praktisch, weil sonst kriegt man den nicht so stramm, wie er sein sollte. Drittes Teil, nee, viertes Teil. Ist auch hier nochmal ein Dispender. Der wird dann hier eben durchgeschoben, um das zu spannen. Dann habe ich noch dieses Teil für den Ventilator ausgedruckt, was dann sozusagen rundherum was rausbläst. Und als letztes habe ich einfach hier oben diese Halterung für den Draht, den Kunststoffdraht angebracht, aber da bin ich noch nicht ganz zufrieden, da will ich mal gucken, ob ich noch andere finde. Dann noch eine wichtige Info, wissen vielleicht viele auch schon, ich hatte den Fehler gemacht. Hier unten, diese Halterung, also hier beim Motor, ihr müsst das so weit rausschieben, dass unten eine Lücke entsteht auf beiden Seiten. Jeweils nur minimales Stück rein, weil dann habt ihr nämlich den Vorteil, dass die Stange hier oben in dem Loch sitzt. Ich hatte nämlich erst überlegt, warum ist da eine Lücke? Aber ich hatte es einfach nicht weit genug rausgezogen. Jetzt gehen wir nochmal hier gucken. Da ist es nämlich genauso weit raus, wenn er mal eben zwischengeht. Ja, das war's. Also die Teile habe ich bisher ausgedruckt. Ich würde dann auch alle Links auf Thingiverse mit reinstellen für die Teile, dass ihr die auch mitdrucken könnt. Bis dann. Tschüss.